Setzt du dich denn für die Binnenbrauerei ein? Du bist doch längst in der Rente. Naja, also ich habe mein ganzes Berufsleben und Gewerkschaftsleben in Frankfurt immer für industrielle Arbeitsplätze gekämpft, weil industrielle Arbeitsplätze sichern die Einnahmen der Stadt, nicht die Einnahmen der Banken. Da kommt kaum was in den Stadtsäckel. Und von daher wird natürlich alles finanziert, Kindergärten, Schulen und so weiter aus diesem Bereich. Unter anderem natürlich auch für die Beschäftigten dort, dass sie Arbeit haben. Mhm. Du bist Sprecher des Unterstützerkreises. Wen unterstützt der Kreis? Nun, wir haben ein paar Leute gefragt, die im Unterstützerkreis mitmachen, quer durch die Gesellschaft. Da gehören Kirchenvertreter dazu, Parteienvertreter aus allen Parteien in Frankfurt. Und wir wollen damit erreichen, dass unsere Forderung, Binding muss in Frankfurt bleiben, eine breitere Öffentlichkeit erreicht. Also wir haben 6000 Bierdeckel gedruckt, die verteilt werden müssen. Wir machen Mahnwachen vor der Stadtverordnetenversammlung. Auch die Ideen, die dann dieser Kreis einbringt, die sind eingeladen für den 23. Januar, wo wir dann gemeinsam diskutieren, was alles mit der Kreis unterstützt, die Beschäftigten bei Binding und unser Anliegen, Binding in Frankfurt zu erhalten. Du hast ja lange Erfahrung als Frankfurter DGB-Chef bei diesen Auseinandersetzungen um Firmenschließungen. Für wie realistisch hältst du es, Binding zu retten? Naja, das ist, wenn man die ganzen Schließungen von Industrieunternehmen in Frankfurt in den letzten Jahrzehnten sieht, ist das natürlich eine Situation, in der man erstmal wenig zuversichtlich sein kann. Aber die Chance besteht. Binding hat oder argumentieren, sie werden nicht mehr ausgelastet, aber sie haben viele Bereiche der Produktion ausgelagert in andere Standorte. Sie haben auch neue Produkte aufgelegt, die hätten sie auch in Frankfurt dann weiter produzieren lassen können. Also es ist keine Situation, wo die Chancen auf Null laufen. Ich sage immer, wer kämpft, kann verlieren. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Die Forderung richtet sich an die Radeberger-Gruppe, den Standort zu halten. Oetker-Konzern. Der Oetker-Konzern. Radeberger-Gruppe gehört zum Oetker-Konzern. Gehört dann zu. Und wir wollen natürlich den Druck auch auf Oetker erhöhen, also öffentlichen Druck auch auf Oetker machen. Und vor dem Hintergrund, dass Binding über 152 Jahre in Frankfurt ist, ein Traditionsunternehmen, Binding ein Kulturgut ist, sagen wir, also da besteht auch die Chance, dass viele Frankfurter sich hinter uns stellen und uns dabei unterstützen. Also wir haben das gesehen, jetzt die Funkstätter Brauerei soll ja auch dicht gemacht werden. Und da ist eine große städtische Öffentlichkeit auf die Straße gegangen in Funkstadt. Das ist ein anderer Konzern, eine andere Gruppe, ja. Die Brauerei übernimmt. Wie wahrscheinlich ist das? Das ist genauso wie auch in Frankfurt offen. Aber wie gesagt, solange das alles in privatkapitalistischer Hand ist, ist das halt schwierig. Aber die Belegschaft bei Binding ist kampfbereit und sie werden erstmal für den Erhalt kämpfen. Vor noch nicht allzu langer Zeit hat Radeberger einen neuen Standort für die Brauerei gesucht in der Umgebung von Frankfurt. Jetzt die Schließung, hängt das dann miteinander zusammen, dass sie keinen neuen Standort gefunden haben? Nein, nein. Also die Standortfrage spielt überhaupt keine Rolle, sondern es ist eher im Hintergrund zu muten, dass sie mit dem Grundstück spekulieren. Das hat ja damals Henninger auch schon gemacht, weil die Grundstücke am Sachsenhäuser Berg sind natürlich Gold wert. Also so viel, wie man für die Grundstücke für hochbezahlbaren Wohnraum erzielen kann, kann man mit Bier trinken und Bierverkauf überhaupt nicht erzielen.